Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier auf diesem Kanal von Tomb Raider. In der letzten Folge war noch der gute Crunch mit dabei, so wie er auch genannt werden möchte. Und heute machen wir das einfach mal alleine, aus eigener Hand. So wie ich das auch in der ersten Folge bereits gesagt habe. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Dr. Whitman. Oder nicht auf der Suche, sondern wir folgen ihm einfach mal. Machen dabei nochmal ganz kurz... Ah, was liegt denn hier? Das habe ich gerade noch gesehen, aus dem Augenwinkel. Untersuchen wir das Ganze mal. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Sam, Familiengeschichte. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Oh nein. Und wie wir ja wissen, Sam ist mit Matthias mitgegangen. Keine Ahnung, wo die ist. Das werden wir auch noch im Laufe des Spiels klären. Hier ist das schöne Lagerfeuer. Oh, wir können hier irgendwas anzünden. So. Um zu bergen. Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um in Basislagern Waffen-Upgrades durchzuführen. Das machen wir doch gerne. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Okay, es geht da lang. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ich habe sicherlich noch irgendwas vergessen, oder? Nee. Da gehen wir zum alten Camp. Aber jetzt genug geredet. Laufen wir mal los. Holen uns hier noch die Pfeile. Sind voll. Oh, hier können wir was aufstellen. Axt nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Ach cool. Ich habe gerade Bergungsgut gesammelt. Warte mal. Gut, das ist momentan noch nicht verfügbar. Dann machen wir das einfach mal später. Ich habe auch keine Fackel mehr. Mist. Hier oben, ich hab was gefunden. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Ah, das ist... Ah, das war Dr. Whitman. Ich dachte gerade schon, das ist ein Gegner. Aber... Da sehe ich doch nochmal eine kleine Kiste. Kann man hier eigentlich auch irgendwie... Okay, kurzer Freeze. Kann man hier auch irgendwie schleichen? Also ich habe schon mitbekommen, dass es... Oh Gott, Hilfe. Ah. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Stirb. Stirb. Komm her. Stirb. Nein, hä? Oh Gott, der war noch nicht tot. Ich habe dir noch einen fetten Headshot gegeben. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Huiuiui. Na gut. Das waren Wölfe. Damit habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet. Hat man vielleicht auch nur leicht gemerkt. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Hier unten gibt es auch irgendwas? Oh. Hallo. Guten Tag. Dann untersuchen wir das Ganze nochmal. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Ja, da kann man sicherlich sehr viel durchsehen und sehr viel Luft auch vor allem bekommen. Ja, ja. Mhm. Sowas soll es auch geben. Okay. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Das hast du ja gerade schon vorgelesen. Brauche ich nicht so wieder zu holen. Wieder zu holen. Oh, hallo. Dich lasse ich in Ruhe. Aber dich nicht. Bergungsgut, dich nicht.
Ich habe nochmal ein paar Pfeile. Boah, ich habe mich gerade echt so vor den Wölfen erschrocken. Ist da hier noch irgendwas? Ah ja, da gibt's noch ein Buch, ein Tagebuch oder sowas. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Ja, das wäre nicht nett. Das wäre ziemlich cool. Sam, ein unangenehmes Gefühl. Das ist ein Teil von Sams Tagebuch. Etwas hat sie total beunruhigt. Hatte sie eine Vorahnung bezüglich der Expedition? Ja, das weiß man ja nie, weil ihre Vorfahren waren ja Yamatai oder Himiko in Yamatai. Also quasi diese Insel, wo wir jetzt hier gerade sind, vermute ich mal. Hallo, ein Hase. Aber jetzt haben wir mal genug hier rumgeguckt. Okay, doch noch nicht, denn ich habe gerade noch mal ein bisschen Bergungsgut gefunden. So, hallo. Und hier, ach so, was die einen Schammel dran machen, oder? Oh, hey. Küsse mal komplette Karte Belohnungsort ansehen. Ah, cool. Was ist das jetzt hier? Also hier sehen wir uns dann unsere Ziele. Überleben sie den Wolfsangriff. Achso, ja, das habe ich ja gemacht. Ah, das sind Reliquien, oder? Ja, Reliquien. Geocache. Dokument. Ja, aber ich glaube, das machen wir am Ende. Nicht am Ende der Folge, sondern am Ende des Let's Plays. Hängen wir das quasi noch hinten ran. Die Sammelfolge. Folge. Was macht man das hier oben? Okay. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Da liegt noch eine Kiste. Da oben ist Dr. Whitman. Ich würde ihn so gern einfach reinschießen. Aber nein. Das ist nochmal ein Lager. Jetzt auch nochmal lang. Ich hab genug geguckt. Entschuldigung. So. Ja, hier kann man nichts machen. Gut. Dann geht's jetzt los. Die sind fasziniert. Ich hab das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Ja, na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Finden Sie ein Lager und führen Sie ein Upgrade der Axt durch. Hier ist ein Lager. Hallo, ich habe 70 Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. 50. Ja, das haben wir ja hier. Okay. Kann man das ja noch irgendwie angucken oder so? Nee. So. Geht wohl nicht so richtig. Okay. Na dann. Ich bin noch voll mit Pfeilen. Soll's losgehen? Kann losgehen. Es soll losgehen. Dann leg los. Ah nee, warte mal. Moment. Ach, na. Wir haben hier noch das Dokument. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen.
Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Whitman, verlass mich nicht. Ein Brief aus Whitmans Notizbuch. Der Mann ist unfassbar egoistisch. Oh ja. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn mal bewundert habe. Lara, ich bin enttäuscht. Wieso bewunderst du ihn? Guck ich ihn nochmal an, ey. Kann losgehen. Dann. Ah. Komm. Drück. So. Zack. Wir kommen wieder zurück. Du zurück? Halt nicht. Folgen Sie Dr. Whitman den Berg hinauf. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Komm schon, Lara. Husch, husch, auf die Füße. Wir sollten nichts ausschließen. Okay, Dr. Selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Nur, wenn wir es überleben. Wenn ich hier mir so die Wunde da unten angucke, dann sieht es nicht so gut aus. Oh. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла! Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Начнут вас бухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыбнуть. Мочите их! Okay. Frauenschläger. Ja. Junge. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wahnsinn. Der. Dieser noch? Der. Ich denke, es wird eine Stealth-Mission. Wie sieht's aus? Oh Gott, ich dachte schon, er schießt auf mich. Oh Gott. Schnell, 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 rein, rein, rein. Oh Gott. Oh Gott, nein, 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 nein. Wenn er jetzt reinkommt, habe ich ein Problem. Gott, nein, nein, nein. Rein, 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 rein. Oh, puh. Er hat uns gesehen. Das ist so klar.
Sehr schön, sehr schön. Oh, Eiershot. Eiershot. Was? 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 Was passiert? Warum? Oh, ich muss das alles wieder von neu machen. Ich hab das doch gemacht. Okay, nochmal. Ist auch schwer. So. Was mal den hier? Zack. Jetzt. Mach dich los. Alter. Ah, komm, 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 komm. Ah, nein, 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 nein. Komm schon. Alter. Okay. Kann ich noch looten? Was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, das ist die Anfangsgeschichte von Lara. Und muss ich hier noch was looten? Das heißt, sie hat davor noch kein einziges Abenteuer erlebt. Das heißt, sie hat auch noch niemanden umgebracht, deswegen reagiert sie so. Das als Hintergrundwissen, vielleicht. Ist recht nützlich. Oh. Boah, ich habe gar keine Munition. War da welche? Ich hoffe nicht. Das wäre sonst ein bisschen peinlich jetzt. Hallo. Ich bin da. Was ist aber Feuer? Und was wir da auch vorher vor uns gesehen haben, das waren ein paar von den Endurance-Mitgliedern. Oh Gott, nö, nicht schon wieder. Da liegt ein Magazin. Strahlschuss? Strahlschuss. Da ist noch eine! Die ist dahinter! Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist! Du, ich hab nicht viel Schuss. Alter, richtig fett daneben gezogen. Meine Fresse, das war jetzt aber echt peinlich. So, dann looten wir mal. Na gut. Der war ja sogar schon so eine Animation. Na gut, egal. Aber das wollte ich nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Nö. So. Dann stemmen wir das hier mal auf. E. E. Och nö. Warum fängt denn das so schnell Feuer? Das ist doch kacke. Ah, F. 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 Zack. Und raus. Cool. Und jetzt? Hier. Hier sind noch ein paar Patronen. So. Haben wir noch einen Gegner? Nee, scheint nicht so. Dann plündern wir den mal. Plündern. Halten sich bei ausgerechnet, ja, das weiß ich ja schon. Ein aufgeladener Schuss. Okay, wohin muss ich? Wahrscheinlich dann. So. Dann klettern wir hoch.
Sind es drei oder sind es zwei, ne? Das heißt gutes Material. Wir werden es bald wissen. Eine Crew schleppt es gerade rein. Kopfschuss. Alter, was passiert denn hier? Alles in Ordnung. Tschüss. Das ist zwar kein Kopfschuss, der letzte, aber hey, das kann nicht immer gut sein. Das war Spaß. Plündern? Ja, nicht plündern. Erfahrung. Da liegt noch was. Patronen waren voll. Okay. Dann klettern wir nach oben. Lara, bist du da? Ja. Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Okay, wir haben eine neue Herausforderung gerade. Abschließend für EP. Okay, eins von fünf Laternen. Dann noch ein bisschen Währungsgut. Cool. Eins von fünf Laternen. Ich habe jetzt leider nicht ganz genau geguckt, wie die aussehen. Zahlen. Goal. Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? So, das ist immer voll. Gut, also wir müssen jetzt zu Ruff, also dem Kapitän quasi. Es ist ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay, das war eine kleine Geschichte von Lara. Wir haben jetzt ein neues Symbol, und zwar die schnelle Reise. Also die Schnellreise. Da denke ich, dass wir da von Lager zu Lager zu Lager springen können. Aber das müssen wir jetzt nicht jetzt machen. Wir haben hier noch einen Fähigkeitenpunkt. Da haben wir mehr Zeit. Ich glaube, das mache ich. Das wollte ich auch schon letztes Mal machen. Hier. Schön. Dann gucken wir mal, ob wir noch etwas verbessern können. Na, das möchte ich nicht. Gott, wir brauchen hier total viel Material. Na gut. Laras Tagebücher aktualisiert. Was ist hier? Haben wir nochmal das hier und noch ein Buch. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Okay. Gestrandet. Dieses Tagebuch gehörte Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das dasselbe Mann, da bei Sam war? Tja, Larry. Nobody knows. Wir werden es herausfinden.
Aber das, denke ich, werden wir rausfinden in der nächsten Episode. Da gehen wir dann zu Roth oder versuchen ihn zumindest zu erreichen. Und ja, dann lösen wir vielleicht auch das Rätsel mit Sam und Matthias. Mal sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.